So, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Runde. Ich habe mir gedacht, ach, ich schmeiß direkt noch eine hinterher. Attacke, ich will das nochmal versuchen. Selber Grundansatz. Aber diesmal gehen wir nicht auf unheiliges MG, sondern diesmal gehen wir voll auf heiligen Schaden. Schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Gucken, einfach mal einen anderen Ansatz erfolgen. Die Geschwindigkeit drehen wir hier wieder hoch. Jetzt kommen Garnisonseinheiten mit ins Spiel. Die flitzen durch die Gegend. Das sind Scharfschützen, die haben eine hohe Reichweite. Ja, und die klatschen dann auch nochmal rein. Hier, Festtag, bam. Und gleich kombinieren. Hier, zack, weg den Mist. Erhöht die Turmreichweite. Das nehmen wir mit. Lassen wir liegen, wie gewohnt. Rein damit und Abflug. Klatsch. Dieses Flatsch, was ihr hört, ist, wenn die Einheiten dann dementsprechend sagen, moin. Die ballern dann drauf los. Ist richtig Schmackofazzi. So, das Ding knüppeln wir hier rein. Und hier gucken wir doch mal, was wir kriegen, oder? Schauen wir mal auf. Wir hatten Bams. Alte 50 Schild. Nehmen wir. Rein das Ding. Den hier auf automatisch. Den heißen Stein brauchen wir nicht. Erhöhe die Wiederaufladungsrate. Nehmen wir gleich mit. Komm, was soll's. So, Zug beenden. Zug gleich beenden. Weg den Scheiß. Oh ja. So kann man's doch machen, oder was? Was kriegen wir hier? Unheilig Schaden. Ja, gib mit. Können wir wegblockieren. Oder zum Kombinieren verwenden. Jetzt kriegen wir direkt das nächste. Erhöht den Garnisonsschaden. Warte mal. Wir wollen hier aber trotzdem noch mal ein bisschen Kombinieren machen. Huxte. Lohnt sich. Gleich automatisieren die Glibber. Nehmen wir mit, oder was? Wir kombinieren mal. Was kriegen wir hier? Bewegungsrate, Wiederaufladungsrate. Her damit rein. Nächstes. Und so snorkeln wir uns hier mal so ein bisschen durch die Gegend. So, was kriegen wir hier? Scharfschütze. Ja, damit. Den aufwerten. Passives dunkles Zeichen. Das lassen wir oben drin. Das ist eine nächste aktive, die nehmen wir mit. Und ich muss mal kurz gucken, ob ich mein Mischpult hier noch ein bisschen dichter rankriege an den Rechner. So, ich hoffe, das gab keine Störgeräusche. Dann kann ich das Mikrofon... Oha, also hier noch ein bisschen... Sorry für die Geräusche. Ah, jetzt habe ich es ein bisschen besser. Jetzt habe ich ein bisschen besser hier alles. So, erhöht die Aufladerate. Hier, erschaffe Zeichen, nehmen wir einmal mit. Ich hätte gerne noch so ein Sühnengedönsens, ne? Lebenserwartungshaltung. Lebenserhaltung. Hier, her damit. So, leben die schon mal. Alter, was ist denn mit meiner Sprache los? Schon mal 15% länger. Ja, wir brauchen das Teil mit dem Heiligschaden. Wir brauchen den heiligen Schaden. Her damit. Her damit. Hui. Jetzt kriegen wir Unheiligschaden, Turmschaden oder zusätzlichen Slotty. Wir nehmen ein Slotty mit. Kratzen nochmal ein bisschen da dran. Aufladerate, Aktivierung. Das Ding noch mit zu. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Schild. Und Angriffsgeschwindigkeit. Alles lecker Schmecker nehmen wir mit. So zieht sich das Ding hier eigentlich durch. Also, das ist quasi jetzt immer im Highspeed. Attacke, Attacke, Attacke. Oh, ich habe vergessen, hier auf automatisch zu setzen. Sag mir das doch keiner. So, jetzt kombinieren wir die beiden auch mal wild untereinander. Heiliger Turm. Eins.
Dann kombinieren wir die beiden auch nochmal. So. So, was kriegen wir hier? Flinke Hand, her damit. Flinke Hände sind doch lecker. Oha, jetzt kommen sie aber dicht. Jetzt kommen sie aber dicht. Oh, 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 oh. Ja, dann nehmen wir natürlich gleich beide. Geilo Schmatziko, Alter. Geilo Schmatziko. Direkt reinlümmeln hier. Da geht aber auf jeden Fall noch was. Wir sind noch nicht am Ende. Was kriegen wir hier? Ja, damit. Schnell mal das Deck wieder auffüllen. 11 Karten. Zwischen der Eichel. Oh, nö. Dann nehmen wir alles mit. Da muss ich gar nicht überlegen. Her damit. Her damit. Da rödelt er aber auch rein. So, was kriegen wir hier? Oh, es ist alles lecker, ne? Also den nehmen wir mit. Und die schustern wir mal zusammen. Ich finde sie beide geil, aber vielleicht gibt es auch noch geileres. Lack. Turmschaden nochmal 20% nach oben. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ah ja, ist ja Schmackofatzi. Okay, was kriegen wir hier? Wir kriegen Aufladerate, wir kriegen Schaden von Garnisonseinheiten und wir kriegen den dann noch mit zu. Unheilig Schaden brauchen wir nicht. Haben wir 10? 10 Karten haben wir noch. Nett. Wenn sich die beiden Geschütze wenigstens aufteilen würden, ne? Dass eins in die und eins in die Richtung schießt. Dann hätte sich das Problem jetzt schon erledigt. Erhöht den heiligen Schaden. Her damit. Und fügt einem Ziel Heiligschaden zu. Und Heiligschaden. Her damit. Da muss ich nicht lange überlegen. So, jetzt sammeln wir hier mal wieder ein bisschen was zusammen. Gucken, ob wir irgendwas Brauchbares rauskriegen. Nö, aber dann nehmen wir das Ding hier mit. Und nochmal ein bisschen Schild oben drauf. Meins. Meins. Absolut lecker Schmecker. Noch halten wir durch. Hier ist natürlich nur absolut traurig, dass wir den normalen heiligen Schaden noch nicht mit drin haben, ne? So, klitsch, klatsch. Klitsch, platsch. Aufwerten. Der bleibt gleich im Pool. Den werden wir nämlich auch gleich einsetzen. So, jetzt haben wir 30%. Nein! Ich habe die andere Karte noch nicht frei. Ich habe es gerade weggemacht. Nein! Oh. Dann ist das jetzt so. Können wir nicht ändern, können wir nicht ändern. Wir warten bis zum nächsten großen Zug. Mit dieser traurigen Untermalung.
Ist ja so traurig. Was kriegen wir hier? Ja, hier, gib mir die Garnison. Oh, oh, neu gemischt. Naja dann. Weiter im Text. Ich bin mal gespannt, wie viele Minuten wir jetzt schaffen. So die eine oder andere sollten wir noch hinkriegen. Erhöht den Turmschaden. Meins. Erhöht den Garnisonsschaden. Eins. Den Bums kommen wir, nehmen uns hoch. Angriffsgeschwindigkeit, die lassen wir drinnen, weil dann greifen die auch schneller an. Einfach mal so 200% Angriffsgeschwindigkeit obendrauf. Wäre schon echt hart witzig. Oh, 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 das wäre jetzt beinahe was geworden. Hier, hoch das Ding. So, wir kommen hier nochmal durch. Und aufs Maximum, was kriegen wir? Den Scharfschützen Stufe 5. Halten wir uns hier mal drinnen. Ich glaube, wir kriegen jetzt gleich noch einen Slot frei. Wäre schon mal 10 von 10 witzig. Ja, 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 da kommen die nächsten Bosse. So, die beiden packen wir mit zum Stapel. Zusätzlicher Turmslot ist unserer. Da klatschen wir die gleich mit rein. Shit. Ja, dann kombinier sie weg. Den lassen wir drinnen, den knüppeln wir gleich mit rein. In der Hoffnung, wir kriegen nochmal einen nach hier. Das wäre eine 10 von 10. Aufladerate. Ja, die brauchen wir nicht. 20% mehr heiligen Schaden. Da sind wir doch sowas von dabei. Da muss ich doch gar nicht lange überlegen, oder was? Attacke. Das muss hier richtig Aua machen, muss das hier. Ja, wenn man oben an den Rand guckt, hier, das wird ja auch langsam. Uh. 20% mehr Turmschaden und nochmal einen hinterher, dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Schild. So knüppeln wir doch mal rein, oder was? Den da, Aufladerate erhöhen. Angriffsgeschwindigkeit. Da ziehe ich mal alle rein, bis auf den normalen Stein. Und dann schauen wir doch mal, was hier los ist. So. Haben wir hier? Aufladerate, Leute. Aufladerate. Äh.
Nö, dann mischen wir nochmal neu. Komm, hier, gib mir her was anderes. Solange wir dieselbe Anzahl haben an Türmen und an Garnison, haben wir 12 mehr Glück. Ich würde sagen, damit haben wir 18 Glück. Hm? Hier, Zug beenden, mach weiter. Oh ja, noch eine Eichel. Den noch mit hinzu. Schafen noch mit rein und Abflug. Mir fehlt ja immer noch die Karte, dass wir Heiligschaden kriegen. Die muss immer wieder kommen. Irgendwie muss man das Deck so modifizieren, dass sie möglichst häufig kommt. Dann kriegen wir auch einen Damage-Output erhöht. Jetzt kriegen wir gleich erstmal was anderes Neues. Vermute mal Turmschaden oder Garnisonschaden erhöhen wir. Naja, sie kassieren ja schon mal gut, ne? Ey, das ist alles nichts für uns. Hier, Turmschaden erhöhen. Ja, damit. Oh. So, den brauchen wir gar nicht. Der kann mit rein. Den können wir direkt aus dem Deck verbannen. Weil Bewegungsgeschwindigkeit der Einheiten interessiert uns Tatsache nicht. Weil die eh nicht aktiv durch die Gegend laufen. Ne? Unsere Scharfschützen stehen hier, die simmeln dann ein bisschen mit drin rum. Und das war's. Und dann müssen wir zwischendurch mal anfangen, das Deck mal langsam aufzuräumen hier. Dass wir nur das Zeug kriegen, was gut ist. So, hier zum Beispiel. Der ist lecker. Oh, ein Stein, der nichts kann. Tschüss. Was sagt unser Damage Output? Naja, 240. Ne? Es ist noch nicht viel, aber Standardschaden ist schon bei 308. Hauptsache, wir kriegen da noch ein bisschen Schaden rausgelümmelt. Dass wir uns jetzt nicht gleich wieder über den Haufen rennen. Das wäre belastend. Als könnte ich da wieder stehen, weißt du? So, hier den können wir direkt wegverbannen. So, jetzt haben wir Glück, haben wir jetzt 32. Wenn wir die noch öfter kriegen, dann bin ich glücklich. Hehe, Wortspiel. Ist ja geil. Oh, sie geben sich Mühe. Sie geben alles. Unsere letzte Bastion steht. Das brauchen wir auch alles nicht. Will ich halt nicht haben, ne? Bin ich ja eigen. Guck mal hier, zack, zack, noch mehr Schaden und noch mehr Aufladerate. Langsam geht der Gas. Da kriegen wir den ja so schnell, dass er so schnell arbeitet wie hier unser Turm. So. Wäre witzig. Wir kombinieren mal. Wir schauen mal, was bei rauskommt. Nö, den können wir wegverbannen hier. Geben wir unseren Pol mal ein bisschen auseinander. Hier nehmen wir den mal ein bisschen durch und dann sortieren wir mal um hier. Wir schaffen das noch, dass wir den Heiligschaden mit jeder Runde nach oben drücken. Oh, gucke mal, sag ich doch. 1% Erhöhung? Das ist ja nix, ist das ja. Was kriegen wir hier? Tschüss. Die Reichweitenerhöhung wäre cool. Weil... Ich kann ja noch ein bisschen rauszoomen hier, ne? Theoretisch müssen die bis hier hinten schießen können. Da bin ich glücklich. Da bin ich absolut zufrieden, wenn die MG-Türme auch bis hierhin schießen, weil dann räumen sie von Weitem schon auf. Weil so müssen sie erst alle relativ dicht rankommen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir einen neuen Slot nehmen. Erst dann, wir kriegen noch was anderes Geiles. Die werden aber schon ordentlich auseinandergerufen. Jetzt kriegen wir... will ich nicht.
Stehungsrate für Garnison brauchen wir nicht. Hier, den können wir mitnehmen. Das Ding können wir veredeln. Oh, yes. Kriegen nachher gleich noch schneller Scharfschützen nach. Geil. Und tschüss. Das muss ich mitnehmen. Das war ja schon fast so. Nimm ich mit. Ich meine, wir sind jetzt bei 46 Glück. Oh oh. Oh oh. Nützt nichts, wir müssen es tun. Rein damit. Zug beenden. Hauptsache, wir kriegen nochmal Einheiten nach. Unser Schild, unser schönes Schild. Aber gerade so, ne? Dafür ist unser Glück jetzt wieder bei 10. Oh, Hinie. Kann ich halt nicht nein sagen, ne? So, jetzt kombinieren wir sie mal. Bam. Hauptsache, wir kommen hier ein bisschen gegen an. Weil jetzt haben wir ja auch schon 58 Glück. Das geht ja langsam richtig in die geile Richtung, ne? Oh, ja, komm, rein damit. Rein mit allem. Schmackelig. Gibt's da eigentlich irgendwo wieder Aufladungsrate 270%? Ah, da knacken wir noch ein bisschen. La 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 la. Also beschwere ich mich jetzt nicht, bin ich ja ganz ehrlich, ne? Oh mein Gott. Es wird ja immer besser. Komm, da geht noch was. Machen wir den anderen Slot auch noch frei. Er macht hier schon den Tornado. Oh, die beiden nehmen wir mit. Ja, wir wollen noch einmal Scharfschützen und einmal den Turm haben. Ui, ich kann bei sowas doch immer so schlecht nein sagen. Auch wenn das immer nur 2% sind oder so. Das lohnt sich schon. Kleinvieh macht auch Mist. Wir haben jetzt alles Platz frei. Ich gucke jetzt, dass ich noch ein MG und noch einen Scharfschützen kriege. Und dann machen wir mal richtig Hamsi-Bamsi. Weil aktuell sind wir bei 72 Glück. Das ist ordentlich. Ich weiß noch nicht, was das Maximum hier ist, ne? Ich habe auch kein Problem damit, mich da hinzustellen. Zu sagen, ja, ne? Machen wir mal den Gönner-G hier. Und gleich verbannt. War nicht so geil. Ach du Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Es hat nicht mehr gereicht. Laptop JPEG, ach du Scheiße.
Ups, was habe ich jetzt getan? Was habe ich gemacht? Ich habe es angeklickt. Mein Gott. Tja. Schon was Neues? Nö. Sündenjäger, Spalter, Unheilig, Garnison. Mich würde ja mal interessieren, was es hier noch gibt, ne? Ich würde es ja wirklich mal hart interessieren, denn es triggert mich. Aber na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das reicht dann auch wieder mit der Runde. Und wir schauen mal. Wir schauen mal, wohin die Reise hier noch so geht. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin immer noch mal ein bisschen spielen. Und würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Falls noch nicht geschehen, ballert hier gerne noch ein Abo mit rein. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Gebt dem ganzen Daumen nach oben. Das übliche Bramsi-Bamsi, ihr kennt es. Und in dem Sinne, haut rein bis zur nächsten Folge von allen möglichen Krimskrams. In dem Sinne, tschüss!